Okay, es ist 5 vor 7. Ich war jetzt ins Auto, dann fahre ich zur Schule und der Akku ist nicht geladen. Aber irgendwas stimmt wieder mit dem Akku nicht. Genau, zähle kurz mal hinein. Ich gucke hoch. Und dann zurück und dann bin ich wieder hier und dann schneide ich kurz. Und der Rest schneide ich später. Kriegen alle denn irgendwie. Die Tage sind so durchgeplant, so voll. Ich habe keine Zeit für irgendwelche anderen Sachen. Gut. Also bis gleich und guten Morgen erstmal. Herzlich willkommen. Irgendwie lädt der Akku nicht mehr. Wieder ein Akku weg. Und? Geht's los jetzt? Ja. Oh. Ich hab gesagt. Ja. Sehr gut. Ich hab euch das Lachen. Fantastisch. Ohne Maske ist schwierig. Ja. Ah doch, ich hab sie. Mama, ich kann nicht. Morgen. Okay, gehen wir mal los, oder? Ja. Dann? 3, 2, 1, Start. Bis gleich. Ah ja. Schneiden wir mal weiter. Okay, ich muss jetzt, ist jetzt schon wieder 5 nach, schon wieder länger geschnitten. Oh Mann, ich bin nur noch schneiden, laden. So, guten Morgen, ich bin im Laden. Ja, wir haben gestern hier noch einen Fall gehabt, dass uns jemand ein Rad demoliert hat. Da wurde dann gegen das Hinterrad kräftig getreten, sind ein paar Speichen bei rausgeflogen. Fantastisch, finden wir toll. Dankeschön dafür, großes Lob. Sich jetzt noch Speichen zentrieren und dann wieder einsetzen. Also wir haben schon neue Speichen drin. Die alten sind getauscht. Dann setze ich das jetzt ein gleich wieder. Ja. Das CS ist auf ja heute und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was gibt es heute in der Welt, Wolfgang? Ja, kann ich dir gleich sagen? Ja, sag. Moment. Ja. Badelatschenräuber überfällt 2 Banken. Badelatschenräuber. Ja, Hans schreibt es. Am großen Fußpilz erkannt. Ja, genau. In Berlin preist in Zukunft. Schrebergärten im Augenfriedhof. Oh. Neue Raumpieper, Klapper, Zellen auf Mietzüge. Kein Garten immer kleiner. Jeder fünfte bedroht. Kleingarten ist nicht mehr, wa? Ja. Berlin packt ab mit kleinen. Na ja. Morgen. Guten Morgen. Mavic. Mavic. Was haben wir in der Haube? Und Müll. Schon wieder Müll. Alle, auch die. Okay. Ja, ist okay. Hier, Bälle, Brust, Bremen, Am. Einmal Tag, am Abend, am Müll, Uhr, mein Bauch, Baby, am Müll. Am Müll. Schwer. Welcher Laden? Ah. Ja. Hat er gestern Ihnen erzählt, dass du mal zu Bayern und Thailand? Ja. Bis später, Thomas. Wolfgang, bis später. Gut. Perlenbaum, Perlenkappe, gute Kalte, Nadel.
Leber. Stahl. Stahl, ja. Mach auch nicht. Versilbert. Mach auch hier Mahnung. Ja. Okay. Ja, aber gut. Tschüss. Bis dann. Also, morgen hast du. Morgen hast du. Tattoo? Du? Morgen. Alles gut. Hier bald. Ja, auch, ja. Oh, schön. Ach, auch. So, ich wollte ja die Speichen alle wieder rausnehmen. Mach ich mal gestern neue Speichen drin gesetzt schon. Aber die sind alle viel zu kurz. Also ich zeig euch auch warum. Also geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. So. Ja, schaut mal da. Seht ihr das? Da, wie weit die Winde rausguckt. Und da. Die müssen raus, die sind zu kurz. Und da. Die sind halt zu kurz. Hier. Das ist zu kurz da. Das ist zu kurz. Die hoch. Das geht so nicht, Achim. Moin. Moin. Meinst du, ich kann kurz mein Fahrrad pumpen? Klar. Cool. Hol dir. Also oben am Eingang stehen lassen. Alles klar. Du, der das Bild gekauft hat, wohnt auch in Berlin. Wollen wir denen das liefern? Ja, komm ich vorbei. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, aber das war das ist auch groß, ne? Ja. Er hat geschrieben, er freut sich sehr auf das schöne Bild. Ja, das wollen wir ja auch. Das haben sie ja, Adresse. Ja. Lieferadresse schicken wir unten. Ob wir es Sonntag vorbeibringen. Sonntag, ja. Genau, würden wir liefern, weil innerhalb Berlins liefern wir Bilder selber. Ja, das ist sicherer, damit es wirklich ganz ankommt. Und dann haben wir noch einen Preisvorschlag bekommen. Ja. Prost, Marlies. Das ist doch ein bisschen wenig. Bisschen wenig. Nein, du hast es für 3,5 eingestellt. 800 haben wir wirklich bekommen. 3,5? Ich halte nicht. 3,5 für eine Frau Aquarell von der Seite mit so einem roten Tuch, glaube ich, im Kopf. Irgendwie 5.000, 6.000 Optionen und sowas. Okay. Kann ich nicht für 800 weggeben. Okay, ich wollte es dir wenigstens gesagt, weil ich habe es mir schon gedacht. Was ist, dass ich dich auslegen kann? Am frühen Morgen schon Wein trinken. Warte, das haben wir ja nicht hier. Jetzt sind die richtigen. Ich mache das beruflich, weißt du? Ja, beruflich Weintrinker. Ja, das ist gut. Mach dein Hobby zum Beruf. Ey, du kannst ja mal die ganzen Leute missionieren, die auf den Parkbänken so rumhängen und so. Weil die machen ja, das auch. Das wäre ganz einfach. Die besten. Ja, aber das sind die besten Weinkenner und so. Die ja. Kennen sich aus. Die schmecken die feine Note. Das sagen alle. Ja. Die Weinkenner. Weinbrand kenne ich gut. Weinbrand. Das ist alles richtig. Und den Kern mit dem blauen Etikett. Ja, genau. Hauptsache brennt im Kopf. Muss man auch diese Bücher verschicken? Welche Bücher? Ich habe keine Ahnung, was das für Bücher sind. Was für Bücher? Was für Bücher, ja. Ach so, ey, na mach mal. Dann muss ich irgendwie... Warum ist denn das noch nie weg? Erwin Bechtold. Ja, wo ist denn das? Schrank. Okay, und dann muss ich noch irgendein Heft, ein Leica-Heft wieder. Ah, es läuft wieder. Es ja, Leica. So. Ab und an, ja. Ja, auf alle Fälle, weil das ist doch ein guter Kunde dann auch. Ja, dann mal. Der Platz und wir freuen uns über dieses wunderschöne. Schön, denn wir haben nämlich keinen Platz. Wenn ihr das sehen würdet. Das ist ja gar nicht da drüben. Hä? Ist das in der anderen Wohnung? Ja, klar, so steht das. Hochkant mit den ganzen anderen. Ja, aber es ist wirklich sehr schön. Ja, es ist. Ja. Es wirkt einfach von wenn du. Ein bisschen weiter weg geht. Die Fotos wirken gar nicht so schön, wie es eigentlich noch aussieht. Das ist wirklich schön gemalt. Naja, der Achim nur. Der Achim hat viel zu kurze Speichen hier eingesetzt. Muss ich einfach mal neu machen. Das war das, was er nochmal üben sollte? Naja, klar, das sind alle seine Übungssachen, weil er muss ja. Er hat ja im Einspeichentakt gesagt. Ja. Und deswegen habe ich ihn das hier gelassen. Soll er machen, aber wenn er zu kurze Speichen einsetzt, dann wird das niemand. Aber das muss man doch gleich merken beim ersten Eindrehen, dass die zu kurz sind. Ja. Schau mal. Wie viel Wein und so. Man sieht doch dann aber auch das Gewinde, das guckt doch raus. Oder ist das ganz genau, Marlies, genau. Oh, Marlies, wunderbar. Wunderbar. So weit hat das Gewinde rausgeguckt. Sprich, die ersten zwei Umdrehungen waren vielleicht weg und ansonsten hat es rausgeguckt. Okay.
Und ich hab's nicht begriffen. Ich sag mal, also ich hab vorhin gesagt, ich hab's ja vorhin erst gesehen. So guck mir ihn an und denke, das sieht man doch, aber das sind die Winde, wo es guckt so weit. Hab das euch gezeigt und mir. Warum sieht Achim sowas nicht? Ich mach nicht mal so eine Ausbildung. Na doch, du bist in meiner Schule, das reicht doch auch. Ja, sie ist in meiner Schule. Ist mein bester Lehrling ist Marlies eigentlich. Und der ewige Lehrling. Der ewige Lehrling. Ja, aber ist scheißegal. Aber das kann doch nicht sein. Ich meine, der muss die Prüfung bestehen. Der muss, genau sowas ist das Problem. Der kann doch nicht einen halben Zentimeter durch die Winde rausgucken, weil das ist durchgefallen. Einfach mal. Du kannst nicht, das sind Säugungsstellen halt. Du musst. Das weiß ich, also es ist für mich ganz normal und total logisch. Naja, die Winde sollte schon voll ausgenutzt werden. Genau, und dann sieht man noch, nimmst du halt länger. Das Problem ist halt auch, dass ich dann. Dann gibt ja für alles eine Erklärung, warum könnte das jetzt so gewesen sein. So. Aber das Problem ist einfach, schnell und fertig werden. Das ist es aber nicht. Das darf man nicht. Man muss das gewissenhaft machen. Hallo. Und darf ich mal eine Luftpumpe benutzen? Selbstverständlich. Geht die für alle Ventile? Ja, alle Ventile. Das ist ja hervorragend. Das ist ein Universaltalent. Nicht, dass ich nämlich noch mit einem noch platteren Reifen weiter muss. Dann kommt drauf an, ob du pumpen kannst. Natürlich. Wir haben schon viel erlebt hier. Jetzt. Würde ich sagen. Jetzt aber kein Druck aufbauen. Doch, muss er aber, damit die Pumpe funktioniert. Schlechte Wortspieler morgen. Ja. Dafür ist er bekannt. Der Tommy. Was machen wir denn mit einem? Mit ihrer Lehrerin? Lass uns das einfach so weiterlaufen? Im Auftrag der Tommy Müllers. Der verdammten Müllers. Müller ging. Leid. Tja, sie strengt sich ja schon an. Ja, ich weiß natürlich nicht, was die anderen Kinder für eine Leistung bringen. Ne? Oh, die werden da ganz anders. Ganz anders sind die. Sie war zu leise bei ihrem Englischvortrag. Und andere Kinder haben eine 1 gekriegt. Bei ihr hat sie gar nichts gesagt. Sie hat es halt mir auch erzählt, ne? Naja, das war ja nicht egal. Ja. Ja, das ist scheiße, wenn man sich nicht verweisen kann, sich verweisen will, aber nicht kann. Ja, jetzt nochmal mit dir reden. Ich denke, ich bin gut. Nochmal im Guten. Sie denkt, dass ich hoffe noch mir. Ich bin gut. Oder statt eine E-Mail kann ich mich besser ausdrücken. Ja, mach das. Statt eine E-Mail. Och, ich glaube noch eins. ich brauche noch eins. Das hat sich aber sehr gut angehört. Also auch pumpen kannst du. Ich habe aber eingesehen, dass ich das Fahrrad anlehnen muss, sonst. Achso, hast du den Ständer? Der ist kaputt. Ah, dann ja. Auf Fälle, also mit nur einer Hand geht das schwer. Das ist auch gar nicht. Ich habe das Fahrrad verliehen und mit leeren Reifen zurückbekommen. Schlechter Service. Na oder guter von dir, weil du machst ja den Service jetzt. Du verleihst es danach natürlich wieder weiter, ne? Tatsächlich ist das nur mein Verleihfahrrad. Siehste, wusste ich doch, dass du sowas nicht fahren würdest. Richtig erkannt. Aber wie ist das mit diesem Ventil, mit dem nicht-französischen? Ich habe schon Ewigkeiten. Genau, gleiche Loch, einfach aufstecken. Ich muss aber nichts runterschrauben. Nein. Außer den Staubdeckel, wenn er dran ist. Weiß nicht, weil ich letztes Mal so ein Ventil hatte. In deiner Kindheit, erinnere dich. Erinnere dich. So. Komm mal. Ich danke vielmals. Bitte gerne. Ja. Ja. Guten Tag euch noch. Gleich, ciao. Meine Oni-Boni ist ganz allein heute in der Kita. Sie ist so süß. Und Scott ist auch ganz süß. Und meine anderen beiden. Scott ist auch ganz süß, ja, meine Güte. Ja, ne? Und sie ist so sensibel. Oh, ja, meine Güte. Wir lieben Schnulli. Wir lieben scheiß Heidi. Aber die ist ja schon Julia drin. Oh Gott, das da ist da Julia drin. Die war auch so. Und Tränen in den Augen, Pipi in den Augen. Oh Mann, und die ist auch Nummer 3.
Nee, ich finde das eigentlich. Skali ist Nummer 3, Julia war Nummer 4. Hirumi, unser Nachtschwärmer. Hilfe. Ich habe Schlafstörungen, würde ich fast sagen. Kommt nach mir. Man kann abends nicht einschlafen. Sie kann sehr gut einschlafen. Sie ist einfach viel zu abgelenkt. Ja, du musst sie einfach alles wegnehmen. Ja, und dann ausmachen das Licht und dann schläft die. Dann schläft die? Aber wie? Mal sehen. Und dann schläft gut. Wie ist wie ich. Ah, Lukas. Zack und weg. So, ich höre sie manchmal dann, hör doch mal auf jetzt, ich will schlafen. Aber die ist dann auch müde, wenn sie dann so liegt. Ach doch, wo? Ja, deswegen, wenn man müde ist, bin ich auch total genervt, wenn dann irgendwas ist. Sie hat schon ramponiert, da hat doch jeder einen Schalt in die Schaltung. Ach, das ist das Licht getreten, ja. Die Idioten, ey. Was soll denn das? Sechs Speichen rausgetreten. Ja, kann schon auch aufhören zu hinterfragen. Ja, bringt ja auch nichts. Schaltkettchen ist auch kaputt. Wahrscheinlich ist das Rad dabei umgefallen, ne, weil die haben ja. Auf die Seite hier so reingetreten, hier, bumm. Dann ist es hier umgekippt natürlich auf die Seite und dann hier das Schaltkettchen, bumm. Und das hat die gerade erst bestellt gehabt, weil ich krieg ja hier nicht. Was hat sie gesagt dazu? Naja, ich wusste ja nicht, was passiert. Sie sagt, auf einmal war das so, wollte sie losfahren und das war so. Sagt, naja, das hat irgendjemand reingetreten. Und dann sagt, ach was. Das war ja auch eine nette, die hat für eine Woche gemietet. Also, jetzt ein anderes Rad erstmal bekommen, habe ich gesagt, kannst du aber dann zurücktauschen. Ja, wenn dir das hier gefällt, halt, ne, dann soll sie das nehmen. Skadi hat mich den ganzen Weg voll gelabert, als wir Fahrrad gefahren sind. Mama, ist alles okay? Ja, ist alles gut. Ja, du machst das sehr gut. Sie hat dich geteacht, Unterricht. Den ganzen Weg hat sie immer gefragt, wie es läuft, ob alles in Ordnung ist. Vorne an der Straße anhalten, Mama. Echt? Cool. Schön. Wir sind beide die Führer, hat sie noch gesagt. Scout. Naja, auf jeden Fall hat sie die ganze Zeit sich erkundigt, ob alles läuft. Ja, ist doch nett von ihr. Total süß, ja. Total umsichtig. Ja. Wir verkaufen Ableger von der Pflanze auf dem Markt, habe ich gehört, für 4 Euro auf dem Trödelmarkt. Ach, echt? Jetzt. Von dieser Pflanze? Ja. Die war teurer auch. Für die 12 Euro, glaube ich, bezahlt. Oder 15 sogar. Weiß ich gar nicht genau. Naja, und jetzt waren die ganzen. Was sagt ihr hier? Man kann es ja probieren bei den Hipster. Hat sie denn bei ihrem Hand? Stand den auf dem Markt mit Ablegern von der? So klein? 4 Euro. Ich hab ja da 4 Ableger. Oh, wie schön die aussieht. Voll süß. Ja. Richtig schöne Blätter. Ja. Wird ja auch gepflegt und gelegt. Es wird wieder gebaut in der Kita vorne am Eingang. Da war doch mal ein Wasserrohr drin. Hast du mal gesagt. Genau, aber sie wollten eigentlich schon vor einer Woche anfangen. Mhm. Aber die kamen einfach nicht. Das war schon der 4. Termin, den die nicht eingehalten haben. Okay. Jetzt hat ich nachgefragt nochmal und die meinten, ja, das heißt ja auch immer nur ungefähr der Zeitraum von bis irgendwann. Heißt das nicht. Heißt das überhaupt nicht. Jetzt haben sie gesagt, sie kommen nächste Woche Mittwoch, was ja heute ist. Und heute standen tatsächlich 2 Leute da und haben da geguckt. Dann haben sie geguckt. Ja, die hatten ja mal vor langer Zeit Wasserrohrbruch und da sollte irgendwas noch ausgetauscht werden. Habe ich gekauft heute. Von Thorsten. Nee, das war doch gar nicht Thorsten, der da war. Patrick. Ja. Nicht Thorsten. Ey, gestern. Ja, ich einschränke mich. Anu saß auf Klo und so, oh, ich habe Bauchschmerzen. Skadi stand neben mir und hustet, ohne guckt mich so an und macht so, Herzi!
Von allen drei Seiten. Von allen Nebeln. Ist doch nett. Moin, liebe Fans. Auf alle Fälle normal. Ich sitze jetzt hier gerade mit meiner Frau. Und wir trinken Kaffee und gucken raus ins trübe Wetter. Wir sind ganz alleine. Und wir sind ganz alleine. Ich habe kein Netz, ich kann es dir nicht zeigen. Alle Kinder sind in der Kita. Oder Schule. Oder Schule. Sind auf alle Fälle weg. Und wir haben Zeit. Und es gab kein Kunde da. Ich habe mein Mietrad repariert jetzt gerade. Also noch nicht ganz fertig. Das Hinterrad muss ich noch einbauen. Aber die Speichen sind drin. In der richtigen Länge. Achim! Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist durchgefallen sonst. Da kannst du das ganze Rad wunderbar einspeichern, wenn das 5 mm überall die Winde rausguckt. Durchgefallen. Das ist nicht eingespeichert. Das muss normal. Und die Speichen sind da gewesen. Ja? Ist jetzt nicht, dass du. Er musste nicht improvisieren. Dass man sagen kann, man muss mal kurz eine andere nehmen, weil man die Länge gerade wieder hat. Also nur noch für zwei Laufräder da. Ja, ja. Und deswegen herzlich willkommen alle, die neu dazu gekommen sind. Genießt die Show. Ach, Gottchen. Ja. Was haben wir jetzt? 10 Uhr. Dreiviertel Stunde und ich ohne ab. Ich bin total aufgeregt. Bist ja, du? Total. Das ist der erste Tag, wo sie von mir weg ist. So mal länger als ganz kurz. Und auch nicht bei dir. Da mache ich mir überhaupt keine Platte. Naja, das ist ja ein Ding. Ich war ja auch schon mal beim Elternabend und sowas ohne sie. Also das ist gar kein Problem. Aber so fremd und ohne mein Mäuschen. Das ist schon komisch. Das ist mein kleiner Haken, genau. Schick. Cool. Sieht ein bisschen aus wie so ein. Also nicht der Haken, aber mit dem goldenen Rahmen sieht so ein bisschen. Wie eine Patrone. Ja. Sieht arrangiert aus auf jeden Fall. Was war das? Oh mein Gott. Bitte holen Sie sofort Ihr Kind ab, singen. Kita brennt. Kita brennt. Naja, so ist es auf alle Fälle. Also das ist heute. Das war auch jetzt an Aufträgen, ist jetzt gerade auch nicht mehr da. War Kita nicht. Das hatte ich, als ich mir damals die Beine gebrochen habe, habe ich das gehabt, wo das noch. Also gerade so. Komm doch hin! Sorry, komm rein! Na? Komm, setz dich! Ja, fein! Machst du die Tür wieder zu? Ich mach's schon. Ach, du machst schon. Ja. Bist du in der S-Bahn geworden, oder? Kannst du dann übernehmen oder was? Toll. Oh, jetzt sitzt er also da. Also du meinst, dass der Karies der vergangenen Weihnacht ist noch aktiv sozusagen. Ist er aktiv, aktualisiert. Ich habe das nämlich gestern gemerkt, als ich dann an der Ampel stand und dann so stand. Und dann hat es mir nämlich hat's richtig gestochen in meiner Vorstellung. Vielleicht bist du auch wetterfühlig jetzt. Ah, wir sind die alten Leute, die sich überall hinfassen. So, oh, den Regen, oh, Sonne, hier. Das oh, war noch gestern. Da im Kopf. Ich hab das auch nicht immer, ich hab das nur ab und zu, wenn ich das Bein, glaube ich, ein bisschen belastet habe, dann sticht es da drin. Nee, sag bloß. Jetzt war auch mich zu verarschen. Was für ein Dumm-Talk heute. Wenn du Lust daraus, so machst du das daraus. Ich mach das daraus. Ich wollte mich eigentlich ganz normal mit dir unterhalten. Ich mach das daraus. Wenn wann war hier schon ein paar Tele da, die Stimme, der Mokola kommt schon im Klo. Alles stimmt, was du sagst. Naja, auf jeden Fall. Tut's, und dann denke ich immer, okay, wäre vielleicht doch gut, mal mit Joggen anzufangen. Ich habe ja überlegt, dass ich es einfach doch wieder versuche. Na, irgendwann musst du es versuchen. Das sieht falsch an. Ja, ist alles daneben. Naja, die Klappe mal, ihr hört das nicht. Warum sind diese scheiß Pumpköpfe alle so im Arsch? Ja, der ist jetzt anderthalb, zwei Wochen alt, der Pumpkopf. Perfekt. Guck mal. Quietsch, mach's gut. Jetzt jetzt. Ich weiß nicht, was die Leute machen mit diesen Buchkopf. Die reißen die wahrscheinlich immer wieder so ab, ohne diese. Ja, Ventil. Aber dieses Quietschen, das kommt doch durch irgendwas. Ich glaube, durch diese, dass er das Autoventil so zerkrumpelt. Hm.
Gott, nee. Müsst ihr mich fliegen, wenn ich morgens krank werde? Nie im Leben, ey. Mehr Ballast kann ich nie brauchen. Schmeißt du mich in den See? In den See? Fett schwimmt oben. Das ist noch ein bisschen trainiert vorher. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ob ich dich fliege? Ja, klar. Ja, dazu, wa? Du hast gesagt, du weißt nicht. Was soll das mit? Ob ich dich in den See schmeiße, meine ich. Ich will dich in den See geschmissen. Hast du doch gesagt gerade, war doch dein Wunsch, Seebestattung? Nee. Das müssen wir schon klar aussprechen hier. Ich meinte eigentlich, Feuerbestattung? Dass ich gepflegt werden will. Ich bin nicht umgebracht. Wieso umgebracht? Das machst du schon schön selber. Ich hab nur die Bremse gelöst vom Rollstuhl. Keine Ahnung, warum der jetzt den Berg runter hier rollert ist. Von ganz oben auf der Zugspitze. Poller, 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 poller. Dann kommst du unten an als erster. Nein, so ein Scheiß, ey, natürlich nicht. Boah Gott. Und ich dann Leute, die machen soweit. Du musst mich nicht fliegen, das ist viel Arbeit. Okay, mach ich nicht. Danke. Du hast schon. Jetzt habe ich auf Band! Du musst dich um die Kinder kümmern. Die Kinder muss ich fliegen, ja. Aber die müssen dann nicht mehr fliegen. Ist ja auch jetzt scheiße. Lass dir mal Zeit damit, mit dir krepieren und so eine Sache. Dein ganzes Leben ist dann im Eimer. Natürlich ist mein Leben im Eimer. Ist jetzt schon im Eimer. Meins auch. Ein Eimerleben mag ich da schon. Guck mal, ich sitze im Keller, im Schimmelkeller seit 10 Jahren. 11 Jahre jetzt. Kann schon kaum noch atmen. Meine ganzen Atemwege zugeschimmelt. Hol mich hier raus, ja. Hol mich bitte, hol mich hier raus. Kann auch Werkstattleiter sein. Anstaltsleiter kann er sein hier. Anstaltsleiter. Werkstatt ist das hier nicht. Hier kommt man nur die Pflegefälle an. Ich hab hier einen nach dem anderen. Ich hab frühmorgens Bruno. Dann hab ich Schlomo, der ab und zu kommt. Dann hab ich Wolfgang. Wolfgang, früher morgen. Ganz genau. Pflegefall, Pflegestufe 4. Valentin. Valentin, unser Autist. Thorsten. Thorsten, unser Taubstürmer. Der Patrick, der heute da war, ist Nummer 6. Der auch seine Streicheleinheiten braucht. Ich kann ja auch gut schrauben und alles. Wen haben wir noch? Arndt. Och Gott. Der Suizidgefährdete Arndt. Genau. Warte, mir fällt noch einer ein. Ja. Der snickt mir auf der Zunge. Ja. Wir haben eine ganze Nachmittagsgänge noch nicht. Mika. Ja, Mika hat ja eine leichte Depression nur. Gerade, war dabei war der immer so ein Sonnenkind. Ach, immer mal wieder, zwischendurch. Mika, okay. Wir haben schon acht Leute in Behandlung zurzeit. Robert, der kommt auch gerade oft. Ja, Robert ist kein Pflegefall. Noch nicht. Noch ist er nicht so weit, der muss noch 10 Mal kommen in den Keller. Dann ist er wahrscheinlich. Verstehe ich, das ist der Keller, Alter. Du bist zum Pflegefall, wenn du hier in den Keller kommst. Aber da gibt es noch viel mehr. Was ist denn mit den ganzen anderen? Was gibt es denn da noch so? Dennis kommt nicht mehr und den mache ich mir langsam Sorgen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich mir auch keine Sorgen. Eigentlich mache ich mir Sorgen. Aber vielleicht muss ich mir ja keine Sorgen machen. Ist so ein Bild bei Instagram. Dass er vielleicht. Ist er einfach nur am Arbeiten redlich. Ja. Verdient sein Geld. Das ist ja süß so. Wäre schön, wenn er das jetzt geschafft hat, so. Kann ich ja mal schreiben, was ein Lied. Ja. Muss ich ja mal melden, wir wollten ja mal was zu essen machen, zusammen oder so. Ja. Auch zu Corona-Zeiten. Ja. Ja, Dennis war damals der Pflegefall. Felix. Felix. Genau, Felix. Einmal im Jahr der Felix, ey. Mhm. Der ist dieses Jahr schon durch. Aber der war nicht lange da, oder? Nö. Gleich wieder rausgeschossen. Ja, der hat sich gleich abgekickt wieder. Sorry, keine Zeit. Letztes Mal ist er vorbeigelaufen so. Wer war denn das? Bruno hatte doch immer noch so einen, ja, so einen Freund. Wie sah denn der nochmal aus? Wie sah der aus? Bandana und. Stimmt, ja. Mhm. So ein bisschen gedrungen. Mhm. Und immer gelacht. Der war immer so. Hey Tommy, ja, hey! Wo ist der eigentlich abgeblieben? Nur nicht fest, 2 Stunden. Ich glaube, ich habe seine Ausweisnummer noch im Kopf.
Oh, ich konnte die auch alle auswendig von dem. Der hat uns über die Jahre bestimmt 400 Räder gebracht. Teilweise kam sie am Tag zweimal mit je drei Rädern. Weißt du, hast du die alle gekauft? Ich habe alle gekauft. Und dann verschenkt. Und dann verschenkt. Da war ja Schrott. Das war Müll, ja. Da waren Schrotträder. Also das ist ja nicht so, dass 400 geile Räder waren. Da waren vielleicht bei den 400 Rädern, also jetzt nicht übertrieben, aber da waren vielleicht 50 verkäufliche Räder bei. Der Rest war... Wir haben ja einmal im Jahr an Afrika. Ja, wir haben gespendet an Afrika. 200 Fahrräder oder so. Im Container. Mhm. Das waren Zeiten. Ich habe alle genommen. Alle genommen. Das machst du aber nicht mehr, Mann. Nee, jetzt habe ich weggeschickt, weil ich schon wieder mit eben. Sag ich, werde sie nicht mehr los. Ich werde die nicht los. Und die Afrika Connection, die will ich nicht. Das ist ein totaler Verbrecher gewesen, der Afrikaner. Wieso? Wie der hier schon ankam. Die verkaufen die Sachen ja total. Ey, Mann! Das ist nett von dir! Und dann hat er die Dinger eingeladen und hat sich nur kaputt gelacht dabei. Bei jedem Rad. Er weiß, dass er für jedes Rad 50 bis 100 Dollar kriegt. Für jedes Rad in Afrika. Die Autos sind auch so teuer in Afrika. Und hier kriegt er so pro Rad für 2,50 Euro. Boah, so ein Scheiß! Eigentlich ja, musst du da nur noch verschiffen? Total günstig. Naja, die steckt ja in irgendwelchen Transporter mit drin. Der Transporter ist bezahlt, die Räder kosten nicht. Wisst ihr? Kein Netz. Kein Netz. Ja, was ist denn da los? Hallo. Du hast da eine Wucherung vorne. Was habe ich gemacht? Du hast eine Wucherung da vorne dran. Eine Wucherung? Ach, das hier? Ja. Du, das geht auch nicht mehr weg. Kann man die entfernen? Das liegt manchmal neben einem, manchmal quarkt. Das ist ja furchtbar. Ich glaube, das bleibt jetzt. Tja, da hast du Pech gehabt. 18 Jahre, wa? Und dann ist das durch. Ja, du, ich glaube, das macht man noch länger, oder? Ja, ich hoffe. Okay, ich gehe jetzt mal hoch und pack meine Kinderwagen zusammen. Meine Kinder. Du musst ja auch nachher noch schneiden, dann wieder. Da ist noch ein Teller. Hallo. Moin. Hast du Fahrräder, die du verkaufst gerade? Könnt ihr da drüben gucken. Alright, danke. Also einfach mal schauen. Super Regen draußen, ganz toll. Hey Thomas. Moin. Ja, genießt du auch das schöne Wetter? Ja, ich genieße die Ruhe. Ich stehe. Weiß nicht, in Familienrädern? Nee, doch auch doch. Nicht so, dass nichts zu tun ist, aber es ist halt wesentlich ruhiger. Ne? Also, ja, fast schon angenehm. Ja, nicht gut für die Chefs natürlich, wa? Aber ist trotzdem, das ist mal ein Süd. Das sind wir komplett gekauft. Ja. Ich denke, die stammen, also ich weiß es nicht genau, aber ich denke, die stammen von der Auflösung von dieser Post in der... Ach, Luckenwalder. Skalitzer. Ach, da! Ja, okay. Da haben nämlich so eine Speditionsfirma, die da alt geräumt hat. Hm. Und den Grunde genommen, kommen die auf den Schrott. Dann habe ich gesagt, nee, nicht gleich. So eine VW-Bus, tuk, tuk, oder so. Okay. Jeden Tag einer so ein vollgeladenes Ding. Okay. So. Alles schon involviert. Ja, ja.
Nach ausgiebigem Wasserbade musste ich feststellen, dass dieser Schlauch gar kein Loch hat. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Da hätte man es jetzt dann aufgepumpt, redet. Das war heute gewusst, dass das einfach funktioniert. Deswegen, wenn ein Rad kommt in der Werkstatt, als erster Schritt aufpumpen. Also wenn der Verdacht besteht. Es könnte Platz sein, aber als erstes aufgepumpt. Ach, liebe Leute, was ich noch sagen wollte, ich habe jetzt tatsächlich einen Button gefunden, mit dem ich die Werbeunterbrechung im Video abschalten kann. Und den habe ich jetzt benutzt. Also ihr habt vor dem Video jetzt Werbung, nach dem Video Werbung. In der Mitte nicht, weil ich finde das eine Unverschämtheit. Was hat einer geschrieben? 10-mal Werbung in dem Blog, Alter, was soll denn das? Okay. Im Fernsehen hat man mehr Werbung, weil die Dinger ja hintereinander kommen. Aber es nervt, wenn wenigstens nur eine Werbeunterbrechung in der Mitte wäre. Wäre das cool. Wenn man das so einstellen könnte, dass man, was weiß ich, nach einer halben Stunde schauen, müsste man auf Toilette, was weiß ich, hab da halt eine Werbeunterbrechung, das wäre ja okay, aber so geht das ja nicht. Also habe ich es lieber so gemacht, jetzt einmal davor, sozusagen Werbung, danach dürfen sie schalten. Innere nicht mehr, ich hoffe es klappt, ich hoffe es funktioniert, könnt ihr mir ja mal ansagen, wie das sich so verhält. Ich finde es ein Wahnsinn, also wie gesagt, es geht ja nicht um die Werbung, also mir geht es ja nicht um die Werbung, sondern mir geht es um die Videos, um euch diese Videos zu präsentieren. Ich mache da gar nicht, also dafür wird es einfach zu wenig bezahlt. Na, ganz ehrlich, könnt ihr echt so eine Werbesendung machen, ist überhaupt kein Thema, ja, können wir gerne machen, liebe YouTube. Aber dann müsst ihr euch die blechen. Ich meine, kann ja nicht sein, dass ihr meine Arbeit euch richtig gut bezahlen lasst. Im Grunde genommen, ihr kriegt einen Scheiß. Also, was soll denn das? Geht halt nicht. Dann könnt ihr mir jetzt schneiden bezahlen, alles. Könnt ihr mich ja sponsern, YouTube sponsert mich. Was hält ihr dann davon? Das ist eine gute Idee. Wie gesagt, Werbeunterbrechung jetzt nur noch gar nicht mehr, sondern eben davor und danach. Und wenn ihr gut drauf seid, lasst das einfach laufen oder so, dann verdient ihr halt ein paar Cent. Fertig aus. Ja. Hab ein bisschen mit Schneiden. Ist im Jahr auch eine neue, pro Jahr gerechnet, ist es immer eine neue Kamera und diese ganzen Akkus und einfach so anfällt, diese ganze Verschleiß, diese ganzen Karten. Das ist jetzt so, kann man sich im Jahr immer einmal alles neu gucken. Immerhin. Im Moment. Gut, wir machen weiter. 10 Unterbrechungen, ich spinne ja, also erzählen. Wie kann man sowas machen? Meine Videos sind ja auch lang, muss ich auch nochmal dazu sagen. Meine Videos sind echt lang, weil teilweise eine Stunde, ja, 40 Minuten, mindestens fast 30 Minuten ist so Schnitt. Ja. Aber was ist denn bei den anderen, wo irgendwie so 10, 15 Minuten sind und da sind auch 5 Unterbrechungen drin? Die da gar nicht alle anderthalb Minuten in Werbung. Nee. So, was ruhig. Greif nur Schlauch. Wie auch immer, das wollte ich jetzt mal sagen. Hoch mal loswerden. Jetzt kriegt er eine richtig gute Decke hier. Die schöne Tafel, dicke Decke. Schöne Tafel, dicke. Tausch einfach deine Decke. Jetzt macht das. So, gut. Killis von der Straße, die mal so waren, die sind jetzt so. Waren gerade da, auch mit dem E-Roller. Wollten so viel Pumpe haben, funktioniert aber nicht. Ein E-Roller kann man nicht aufpumpen mit so einer Pumpe alleine, sondern man braucht einen Adapter. Weil meistens sind die Ventile so versteckt, dass man nicht rankommt mit diesem dicken Pumpkopf. Da braucht man einen Adapter. Entweder man hat so einen Winkeladapter, so was hier.
Haben sie es jetzt gekauft? Ja. Hat aber nicht geklappt damit, weil der Rand zu dick ist. Dann habe ich den noch da gehabt hier, mit dem hat es geklappt. Ein ganz dünner Rand, schraubt man auf und dann kann man gucken. Mann, 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 doch. Ach, schon witzig, die werden alle erwachsen. Hoffentlich auch im Kopf. Hoffentlich auch im Kopf. Okay, wo wollen wir da stehen blieben? Bei Stahlwolle, wo ist sie denn? Einfach Geld. Rahmen streicheln. Mensch. Toll. Ich muss sagen, in der Venia gewohnt. Unterwegs ihn verloren. Vom LKW gefallen. Sozusagen. So. Kein Platz hier. 2, 5, 6, 2, 2, 26. Stunde noch, dann ist Feierabend für mich. Zumindest hier im Keller. So. Umweltfreundliches Produkt. Was? Umweltfreundliche Mehrwegflasche. Ach so. Völkel. Tag Achim! Verantwortung für Mensch und Natur. Meine Güte, ihr verkauft da nur eine Limo. Ah. Ja, soll ich noch mal ein lustiges vorlesen? Oh, was kommt jetzt? Ups, so nicht. Werter Herr! Piep! Instandsetzen von Systemen, 85 von 100 Punkten. Aufbauen eines Fahrrads aus Einzelteilen, 13,5 Punkte. Aufbauen eines Fahrrads aus Einzelteilen. Ganz genau. Hä? Ja, über diese Formulierung ärgere ich mich schon den ganzen Tag. Ja.
stehen würde, Zusammenbau eines Laufrads, dann wäre das völlig okay gewesen. Aber mir zu unterstellen, dass ich zu blöd bin, ein Fahrrad zu bauen, das ist ja wohl eine Frechheit. Vielleicht sind da alle anderen Punkte mit dir gemeint. Du hast ja noch mehr gemacht als diese zwei Sachen. Du hast das Laufrad gemacht, du hast die Bremse gemacht. Ich habe den Umbau Mountainbike-Lenker mit V-Brakes auf Rennradlenker mit Kantis gemacht. Ja. In 20 von 45 Minuten. Ja. Weil ich ja 20 Minuten zu spät gekommen bin und nur 25 Zeit hatte. Das ist ja nicht entscheidend, Ari. Entscheidend ist das Thema. Entscheidend ist, dass ich beim Laufrad halt voll verkackt habe. Da stehe ich zu. Mhm. Und was hast du noch immer? Das Pfeilstück hast du noch verkackt? Dann war das nächste Pfeilstück. Ja, dass ich den Tennisarm verkacke, war mir klar. Okay, ja, was war noch? Dann war noch beziehungsweise Leitung kürzen, Scheibe wechseln und entlüften, Shimano Scheibenbremse. So verkackt, oder? Blödsinn. 45 Minuten Zeit, nach 30 Minuten war ich fertig. Also bezieht sich der zweite nur auf das Laufrad, oder? Ja! Und deswegen bin ich so stinkig. Also das Laufrad, mit anderen Worten, hat richtig Gewicht. Ja. Laufradbau, ne? Ja. Ja. Das ist, was ich meine. Ja, und die fünfte und letzte Station war halt Umbau Kettenschaltung auf Namenschaltung. Mit einer kaputten Narbe, in der auch noch die Anlaufscheibe fehlt. Hast du das geschafft oder nicht? Ja, natürlich habe ich das umgebaut. Hat das funktioniert oder nicht? Natürlich hat das nicht funktioniert. Wenn die Narbe kaputt ist, kann das nicht funktionieren. Also nicht geschafft. Oh. Falsch, wenn ich es nicht geschafft hätte, hätte ich da nicht 85% im Service. 85 war das erste. Das ja. Instandsetzung von System. Von System, genau. Mann. Du musst da nicht ärgern. Die Speichen, die du jetzt da reingezogen hast, muss ich auch noch mal rausnehmen. Ja. 5 mm zu kurz alle. Was? So. Das? Keine Ahnung. Hab doch die eine Speiche nachgemessen. Keine Brille aufgehabt. Hab die eine Speiche nachgemessen, die war 286 mit Bogen. 92, alle drin. Alle 290. Darfst du bei der Prüfung auch nie machen, dass wenn du eine Speiche einziehst und der Nippel dann also anfängt Spannung zu kriegen, dass dann auch Gewinde rausguckt. Und da waren 5 mm Gewinde haben rausgeguckt. Ja. Die kriegst du nicht mehr vermittelt. Wenn du das siehst, raus, neue nehmen. Denn ansonsten ist das auch 0 Punkte. Weil ich glaube, nimmt der Kinder das Laufrad ab, so. Weil jetzt einmal Säuberungsstellen sind und die müssen verschwinden. Ja, ich habe 2,19er-Rennen. Habe extra stabil aufgenommen. Andersfarbig markiert, die Nippel. Lange Nippel aufgenommen, weil die einfach mehr Stabilität geben, erstmal. Oh. Ja. Steht schon wieder draußen. Laufräder, zu üben. Scheiß üben. Laufräder. Scheißegal. Ich hab genug Laufräder. Kannst du immer mal, wenn du mal so ein Tag wie ist wie heute, dann hab ich 100 Narben bestimmt alleine rumliegen. Ja, ich weiß. Also daran mangelt es nicht. Du weißt, wo deine Schwächen sind jetzt. Ja. Definitiv. Du hast ein zu großes Maul, wenn du da bist. Das ist Nummer 1. Du musst schon, denn den Tag musst du kuschen. Musst du alle, ja Meister, jawohl Chef, jawohl. So. Du kannst einen drauf lassen. Ich werde mich nicht verbiegen. Ja, nur für auch, den Tag. Auch nicht an diesem Tag. Oh.
Und du darfst nicht zu spät kommen. Ja. Das fuckt, ich glaube, da hast du schon die ganzen Toleranzpunkte sind alle weggeflogen. Denn. Hm. Schaffst du schon? Ich bin mir sicher, dass ich das schaffe. Muss konzentriert arbeiten. Das ist ganz wichtig. Du bist nämlich immer manchmal sehr unkonzentriert. Ja. Vielleicht bei sowas. Vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Ja. Es ist aber du musst. Das ist dein Ding. Jetzt in dem Moment ist das Einzige, was zählt. Und da musst du das in die Ohren gucken. Und du weißt ja. Du weißt das ja. Was da nicht stimmt. Dann ist das Schlimme. Ich weiß es. Und manchmal kann ich es nicht umsetzen. Und meistens immer an solchen Tagen. Und glaub mir, es gibt keinen mehr, der darüber kotzt, als ich selber. Mein Tag. Also Tommy, Apollo? Ja. Ja, ja. Er möchte sein Fahrrad. Ah, so, ja, na bitte. Ja. Now you have a good tire, very strong one. But the other one. Completely. Yeah, I think it's a slow one. So. Geh mal schneiden. Auf, zum lustigen Schneiden. Ist ja wie ein Ferienlager früher. Der Akku kann gar nichts mehr. Der hat null Kapazität. Ist ja unglaublich. Wird überhaupt nicht geladen, das Ding. Was ist das Ladegerät? Ah, ne, sind ja zwei Ladegeräte, die ich probiert habe. Geht überhaupt nicht mehr. Gut, okay, ich tausche den aus jetzt. Mit Zeit. Neuer Akku raus hier. Oh Gott sei Dank habe ich noch eine Reserve. Ja, wie lange hat der jetzt gehalten? Einen Monat oder was? Bestimmt schon 2 Monate, aber ist ja egal, das ist nicht viel. Wollen wir mal bearbeiten, hier ist auch schon durch. Einmal ankleben bitte. Na denn und tschüss. Lade? Hast du einen Hust? Rack, Rack, Doppeldecker. Rack, Rack, immer lecker. Überschreiben? Mann, ich wünschte mir, der Computer würde laufen. Ja, wirkt jetzt so schnell alt hochladen. Produzieren. Ja, das bist du! Produzieren. Danke! Ja, das bist du, ist Ona. Mami. Nicht Mami, ist Ona. Ja. Jo. Da ist meine Ona. Meine Ona-Zahn. Ja! Ohne Zahn. Ja. Und jetzt kopieren wir nämlich erstmal von hier nach da und dann von da nach dort. Das ist das, was Papa so umständlich findet. Was so umständlich ist. Ja. Ja. Kopieren nach Speicherort aussehen. Du hängst da so rum. Kopier. Au!
Oh, wir sind schon fertig. Er hat's kopiert. Jetzt geht's von da dahin. Oh, Hilfe. So geht es jeden Tag hin und her, hin und her, hin und her, hin und her, das ist nicht schwer. So, jetzt. Ja, jetzt verlagern wir da hoch. Was läuft jetzt hier? Oh, was ist denn das? Oh, oh, was ist das denn? Also, ich würde mal sagen, ich mache Feierabend für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bleibt dran, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao.